Hallo, ich sitze hier vor dem indischen Springkraut. Hier sieht man die abgestorbenen Pflanzenteile. Jetzt im Frühjahr kommt dieses indische Springkraut, was aus dem Himalaya stammt, langsam aus dem Boden heraus. Und man kann das hier erkennen, wenn man hier guckt, diese kleinen roten Pinne, die jetzt hier rauskommen aus dem Boden. Das wird dann so spargelförmig in der Länge werden. Und diese jungen Spargel, die kann man abbrechen und kann man wie Spargel auch kochen und essen. Das heißt, die Pflanze ist sogar essbar. Ist ein Neophyt aus dem Himalaya hier bei uns eingeführt und hat sich dann ausgebreitet und verwildert jetzt und besiedelt gerne auch eben solche Flächen, die jetzt nicht groß genutzt werden. Ruderalflächen werden die genannt. Und ja, im Frühjahr, wie gesagt, hat man wieder die nächste Pflanze, die man essen kann und da als Spargel beispielsweise zubereiten kann. Die wächst sehr schnell. Das sollte man also hier innerhalb von ein, zwei Wochen, werden diese Spargel schon eine Größe haben, die so 20 bis 30 Zentimeter Länge erreichen können. Und das sollte also in den nächsten Wochen, sollte man dann in den nächsten zwei Wochen das gepflückt haben.